Zwei Stunden lang begeisterten die Schlagerstars mit ihren größten Hits rund 150 Gäste. Ein familiäres Umfeld, das seinesgleichen sucht. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die kleinen Veranstaltungen immer sehr interessant, weil gerade das Familiäre einen Künstler viel mehr fordert. Es ist ganz wurscht, ob man in der Olympiahalle vor 7000 Leuten steht, bei einer Schlagerstar-Parade zum Beispiel, oder hier vor 150 Leuten. Man ist nervös, man möchte sein Bestes geben. Es ist einfach intimer. Man kann den Leuten viel besser in die Augen schauen und man kann natürlich dementsprechend viel mehr auch mitkriegen von den Regungen. Aber wenn es groß ist, macht es auch ganz viel Spaß. Aber wenn es klein ist, ist es halt einfach lustiger und man darf auch ein bisschen mehr Scheiß machen. Und dies bewies Quirin an diesem Abend auch mit einem Gstanzl, das seine Schlagerkollegen auf den Arm nimmt. Zur Freude des Publikums. Der André Stahr, der ist ein guter Künstler, das soll, sage ich Ihnen schon, aber mir kommt er ums Verrecken nicht an. Wer aber ums Verrecken gut beim Publikum ankam, war Marina Koller.